Ich habe ein paar Themen mitgebracht, die ich gerne fahrwerkstechnisch ändern würde. Das kann passieren, also nicht alle Dämpfer sind 100% gleich. Ein kurzer Blick auf deine Feder hat gereicht. Mit so viel Dämpfung, wie du jetzt da eingestellt hast, kann es gar nicht funktionieren. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute habe ich den Lukas Litt zu Gast. Wer ihn noch nicht kennt, gerne mal unten auschecken oder erst nach dem Video unten auschecken, damit ihr auch wisst, was er wirklich drauf hat. Spaß. Lukas, du kommst gerade vom Slowakiering mit deinem Motorrad, mit deiner Yamaha R1 und hast mir kurz am Telefon gesagt, du hast ein paar Probleme mit dem Fahrwerk. Ja, sag also, nochmal, was los ist. Grundsätzlich ist sie gut gefahren. Also ich hatte mega gutes Gefühl fürs Vorderrad. Es hat alles gepasst. Rennen waren super, ich konnte schön auf der Bremse reinfahren. Ich hatte aber bei jedem Rennen und auch in jedem freien Turn davor immer das Problem, wenn ich so ein bisschen länger fahren wollte, also im Rennen fährt man ja auch ein paar Runden, dass so ab Runde 4 ging noch, da kam meistens auch die Bestzeit irgendwie wieder rein, so ab 5 habe ich gemerkt, dass es nicht unbedingt mein Körper ist oder so, der schlapp macht, sondern der auch, aber auch. Aber es wurde eher einfach anstrengender für mich zu fahren, weil das Motorrad vorne will ich ganz sagen, vorne hat eigentlich ganz gut gepasst, aber hinten habe ich mit frischen Reifen immer wieder dasselbe Problem gehabt, dass sie anfängt leicht zu pumpen im normalen Kurvenfahren, aber dann gerade beim Rausbeschleunigen immer weniger Grip wurde, immer weniger, Runde für Runde für Runde. Und da musste ich mich natürlich immer darauf anders einstellen, die Rundenzeiten dann immer weiter über die Bremse zu holen und nicht mehr beim Rausfahren. Und dann wird man irgendwann, man krampft, ein paar Mal hat es mich auch ein bisschen durchgeschüttelt, dann beim Rausbeschleunigen. Fast Heißheiler. Ja, und ich war ein bisschen ratlos, weil reifentechnisch, das waren frische Reifen, das Metzler, war in Ordnung. K0 bin ich jetzt im Rennen gefahren, K1 war es aber auch ein ähnliches Problem. Das Ding war, ich kam rein und die sahen super aus und Reifendruck, ich bin meistens mit 1,5 losgefahren, ab und zu sogar schon weniger, kam dann aber mit 1,6. Na, das ist viel Wildspin. Ja, okay. Rein und das passt ja eigentlich noch, aber trotzdem hatte ich keinen Grip und das kann ja eigentlich nicht sein. Okay, welche Rundenzeit bist du jetzt gefahren am Slowakiering? Ich bin am Slowakiering eine 2,11 Rennen gefahren. Und ja gut, so das ist natürlich schon dementsprechend schnell, das ist ein großer Faktor, der da eine Rolle spielt. Würdest du jetzt 6 Sekunden langsamer fahren, sage ich jetzt mal, hättest du das Problem vielleicht gar nicht gehabt. Ne? Ja. Also ich sage immer auch, umso schneller man wird, desto mehr Probleme kommen auf einmal oder andere Probleme kommen. Speziell auch der Grip, also ich bin ja auch immer auf der Suche nach Grip kannst du ja nie genug haben. Das Problem ist, es ist immer ein Kompromiss. Machst du Maximum Grip, hast du vielleicht eine schlechte Radienführigkeit. Ja. Du willst aber beides haben. Also musst du einen Kompromiss. Wir gehen jetzt her, wir bauen jetzt ein Federbein aus, checken mal, was da verbaut ist, schauen uns die Gabel und die Grundgeometrie an und dann würde ich sagen, sehen wir uns mit dem ausgebauten Federbein in der Hand am Prüfstand. Also, let's go. Schauen wir es uns an. In der Zwischenzeit packen wir den Dämpfer mal in den Prüfstand und schauen uns mal an, was du jetzt für Dämpfungswerte bei diesen enormen Einstellungen mit so weit geschlossen hast. Ne? Also du hast da die Druckstufe und die Zugstufe relativ weit zugemacht, um das Pumpen zu kompensieren. Etwas anderes ist da ja auch nicht übergeblieben. Das ist zwar, ja, es hat nicht viel gebracht wahrscheinlich. Kann das sein, dass durch die Einstellung das auch zu heiß wird, das Federbein? Ja, weil das Öl natürlich viel krassere Kräfte durch das Schimpfpaket hat. Ja. Und es wird viel heißer, als wenn die Kräfte weniger werden. Ne? Und das ist eigentlich, also mit so viel Dämpfung, wie du jetzt da eingestellt hast, kann es gar nicht funktionieren, aber du hast natürlich die zu weiche Feder, hast du kompensiert. Ja. Oder kompensiert, versucht zu kompensieren. Ja. Das ist ungefähr so, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, ne? Und
den ganzen Tag irgendwie Schmerztabletten isst, damit du irgendwie durch den Tag kommst. Ja. Genau so ist das, was du hier mit der Dämpfung machst. Ja, aber wie gesagt, bis 4 Runden ging's und ich habe auch mal Reifendruck gemessen, war alles in Ordnung. Ja. Reifendruck war immer in Ordnung, aber ab der 5. Runde war over. Ja. Und jetzt kommt der Clou und jetzt zeige ich dir kurz einmal, warum das Zudrehen von deinem Federbein eigentlich überhaupt nichts bringt. Oder nicht viel. Ja. Weil du jetzt, pass auf, wir legen das dann umeinander, wir machen jetzt die Dämpfung einfach mal auf. Wir machen jetzt mal auf und machen jetzt mal 14, 16 oder 16, 16, einfach irgendwie sowas. Und dann legen wir das übereinander und dann zeige ich dir, was da passiert. Ja, also normalen... So. Jetzt haben wir grün, ist jetzt die zweite Messung mit weniger. Ja. Ja. Und rot ist die Messung von davor. Und was ich dir jetzt eigentlich zeigen will, speziell in der Druckstufe, also oben ist die Druckstufe, ist das der Unterschied eigentlich marginal. Ja, wir sind jetzt von Druck von 6 Klicks auf 16 Klicks und haben fast keine Änderung in der Druckstufe. Also wirklich fast gar nicht. Ich dachte, ich hätte mir eingebildet, das ändert was, wenn ich das ändert auch was, ist richtig, aber wie du siehst, nur hier. Ja. Siehst du diesen Gap im Verhältnis zu dem Gap? Der Gap ist viel höher. Das ist der Low Speed, das ist das, was langsam passiert, das, was du drücken kannst. Ja. Das änderst du mit dem Klicker sehr stark. Allerdings ab, sag ich mal, 75 mm pro Sekunde, also ab dem schnelleren High Speed, macht es nur noch das Shims-Paket. Und das Shims-Paket änderst du nicht, wenn du den Klicker zudrehst. Also das ist quasi irrelevant. Also erstmal die ganze Basis eigentlich muss erst stimmen, damit das am Ende dann den feinen Unterschied noch machen kann. Um tatsächlich jetzt die Dämpfung über die komplette Bandbreite der Geschwindigkeit zu erhöhen, müssen wir das Shims-Paket vom Stoßdämpfer quasi jetzt anpassen. Wir bräuchten quasi härtere Shims, oder nicht härtere, sondern dickere Shims, um quasi die Dämpfung anzuheben. Speziell in der Druckstufe ist das ein Problem. In der Zugstufe ist von Haus aus mehr da. Da haben wir einen größeren Gap. Das liegt daran, dass die Zugstufe von Haus aus ein stärkeres Setting hat, weil die Zugstufe viel mehr Kraft benötigt, weil die Zugstufe ja die Feder, die ausfedert, in Zaum halten muss, also festhalten muss, dass sie nicht explodiert, und die Druckstufe ja quasi der Feder nur ein bisschen mithilft, weil die Druckstufe arbeitet ja in die gleiche Richtung, wie die Feder eigentlich arbeitet. Ja. Das heißt, die Druckstufe unterstützt die Feder nur ein bisschen beim Einfedern. Deswegen brauchen wir weniger Druck als Zug. Deswegen haben wir in der Zugstufe so einen krassen, also ein krasses Phänomen. Und das eigentliche Problem an der Sache ist das, wenn du hergehst und drehst die Zugstufe so weit zu, dann hält die Zugstufe die Feder stark im Zaum, stark weit unten und lang unten. Ja. Und jetzt ist die zu weiche Feder, die du hattest, die tendenziell zu tief steht, bleibt auch noch länger zu tief stehen. Ja. Weil die Zugstufe quasi zwischen den Wellen die Feder gar nicht erst hochkommen lässt und du somit auf einem zu tiefen Fahrwinkel fährst. Und dann fahre ich zu viel über den Reifen wahrscheinlich. Und dann fährst du zu viel über den Reifen, genau. Weil du dann in der Progression stehst von der Umlenkung. Das heißt, die Umlenkung ist ja dafür da, dass du in dem unteren Federwegsbereich einen geringeren Hebel hast vom Reifen, von der Achse auf das Federbein. Ja. Und somit hast du unten keine 90er Feder mehr, sondern 130er Feder. Mhm. Damit du quasi nie auf Block gehen kannst. Das heißt, du fährst quasi im unteren Federwegsbereich auf einer 130er Feder und fährst nur noch auf dem Reifen. Wir könnten jetzt zur Vorsicht hergehen und könnten das Druckstufensetting ein bisschen anpassen. Das ist eigentlich das Schöne jetzt beim Ölen, dass wir nicht das komplette Federbein zulegen müssen, um das Setting entweder von Druck oder von Zugstufe zu verändern. Das ist eigentlich das Geile. Wenn ich jetzt hergehe, brauche nur den Gasdruck ablassen und kann hier den Versteller rausschnappen. Muss man das bei anderen komplett auseinandernehmen? Ja. Das sind die Shims. Ja, wirklich. Das sind die Shims. Und die sorgen quasi dafür oder steuern dann, wie schnell das Öl durch den Dämpfer fließt? Die verhindern den Ölfluss. Ah, okay. Also es ist so, dass quasi das Öl kommt von da. Ja. Und da drauf liegen die Shims auf. Ja. Und durch die Ölbohrung kommt das Öl durch, muss aber dann am Shim vorbei. Und durch das von klein auf groß ist, muss ich quasi das große Shims-Paket von der großen Seite her über das kleine drüber biegen, damit das aufbiegt und dann fließt das Öl. Und das hier ist der Clampwasher. Umso höheren Durchmesser der hat von der Größe her, desto weniger stark lassen sich die Shims drüber biegen. Ja. Und umso kleiner es ist, desto leichter geht's. Und wenn die Shims natürlich dicker sind, dann geht es auch schwerer. Wenn sie dünner sind, geht es leichter. Und das ist das, was wir jetzt messen. Wir messen jetzt, was sind für Shims verbaut, wie dick sind die. Dann brauchen wir ja eigentlich nur bei der Druckstufe machen. Zugstufe war ja in Ordnung. Zugstufe war in Ordnung. Das Ausbeschleunigen war kacke.
Aber so Gefühl fürs Vorderrad war eigentlich geil. Ja. Auch jetzt die ganzen Events. Und jetzt gerade am Slowakring war echt, also schon gut in die Kurve reingeschossen. Ja. Bei echt gutem Gefühl. Es war eigentlich echt nur das, was mich gestört hat auf Dauer, dass es angefangen hat zu schmieren. Ja. Und das hat schon genervt. Und auch irgendwann nicht nur beim Rausbeschleunigen, sondern irgendwie auch im Kurvenspeed. Also wenn du da die langen Rechtskurven oder so fährst, ja, irgendwann hat es angefangen hinten so leicht so. Und dann. Also zwei Zehnerfedern drin, oder? Vorne. Ne, eine Zehner und eine Zehnerhalber. Ah, und das ist schon mal gut. Sonst hätte ich, auf das wäre ich nämlich jetzt gegangen, wenn du 10 und 10 kaufst. Ich habe auch noch eine Zehnerhalber mit. Also sieh, so ist hier immer auf. Also Kurve 3 ist Slowakia-Ring, da berg runter. Ja. Klar, musst immer den richtigen Weg finden zwischen schnell reinlaufen, ja, lassen und nicht, ja, zu doll bremsen, aber da das Ding wirklich schon immer auf Block. Also immer. Na ja, gut, dann könnten wir ja auch 80 Kilo, ne? Dann könnten wir schon hochgehen auf 10,5. Vor allem jetzt bist du dann hinten ein bisschen höher, ja, hast noch mal mehr Druck aufs Vorderrad, dann könnte man hochgehen auf 10,5. Ja, kann bin ich auch. Ich bin auch lange 10,5 und 95 gefahren, ja, bin dann aber zu leicht geworden für die 10,5, ich habe die dann irgendwo nicht mehr zusammengekriegt. Siehst du mal, jetzt haben wir Power. Jetzt können wir nämlich öffnen. Junge, das ist ja voll der Unterschied. Jetzt können wir nämlich das Ganze ein bisschen aufmachen. Die zwei Plättchen waren das jetzt. Ja. Ja, aber wir haben jetzt im Lowspeed einen soften, einen schönen soften Touch, dass, ja, man sich schön setzen kann. Ja, also in dem Moment, wo du die Bremse loslässt und dann Stützgas gehst, ja, zieht sie sich jetzt schön langsam rein. Also, ja, geht sie schön, wenn sie langsam rein geht, geht sie schön rein. Und dann, wenn du anfängst zu ziehen und, die, und dann eine Bodenwelle kommt, dann stützt sie gut ab. Und das ist genau das, was wir, geil, im Endeffekt haben müssen. Das Wichtige ist jetzt, dass wir auch die, wenn wir die Daten haben, dann können wir es reproduzieren. Und wenn du jetzt auf der Rennstrecke bist und rufst mich an und sagst, pass auf, ich habe hier und der und der Kurve, habe ich das Problem. Ja. Dann schauen die Daten und sagen, mach mal dies oder mach mal jenes. Ja. Das heißt, wir haben was, wo wir uns darauf beziehen können. Mhm. Was man vorher nicht hat, weil du weißt nicht, okay, das Standardfederbein, aber in welcher Toleranzbereich hüpft es rum und so weiter, das weißt, ja, du alles nicht. Na cool. Ja, super. Dann bauen wir es mit der richtigen Feder zusammen. Yes. Bauen wir die Länge und dann bauen wir es wieder ins Motorrad rein. Bei der R1 haben wir dementsprechend viel Erfahrung, logischerweise. Und da wissen wir schon ungefähr, was funktioniert und was nicht. Und ein kurzer Blick auf deine Feder hat gereicht, dass ich wusste, dass die Feder zu weich ist. Also wir haben bei dir, du bist angekommen hier mit einer 90er Feder, also 90 kN Feder. Das ist Standard in dem TTX-Federbein verbaut. Das ist so, wie Öhlins das ausliefert, weil es muss ja ein Kompromiss für jedermann sein. Man darf aber nicht vergessen, dass das TTX auch auf der Straße gefahren werden kann, weil es eine AWE hat. Und somit auf der Straße wirken weniger Kräfte und auf der Rennstrecke mehr. Ne? Ja. Der Ursprung des Problems ist die Feder. Also was haben wir gemacht? Härtere Feder. Härtere Feder. Dann haben wir auch noch ein bisschen was am Shim-Setting gearbeitet, am Prüfstand. Da haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen mehr, guck mal, ob ich es richtig verstanden habe, ein bisschen mehr Newton. Theoretisch ja, Newton. Newton. Aber es kommt aber in wo oder in was? Im Höher, also im, nach oben hin, in der Druckstufe. Auf jeden Fall mehr Kraft. Wir haben mehr Druckstufe in den Dämpfer eingebaut. Genau. Weil der Dämpfer von der Serienstreuung her so ein bisschen mau war. Es muss nicht schlimm sein, ist ganz normal. Im Verhältnis zu anderen, die wir schon gehabt haben. Das kann passieren, also nicht alle Dämpfer sind 100% gleich. Das haben wir ein bisschen kompensiert mit ein bisschen mehr Druckstufensetting. Und ich denke, das kommt dir in deinem Speed mittlerweile auch sehr zugute, dass du einfach noch hinten ein bisschen mehr Abstützung hast, ja, mit der härteren Feder. Und dazu haben wir noch das Federbein auch noch länger gemacht, dass du von Haus aus ein bisschen höher stehst und somit mehr langsameren Transfer von vorne nach hinten, ja, hast. Und dann haben wir noch die Gabel angegriffen. Sprich, wir haben Federn und Luftpolster angepasst. Genau, wir haben die härtere Feder, also wir sind jetzt von 10,25 auf 10,5. Dadurch hast du ein bisschen eine höhere Grundhöhe am Scheitelpunkt. Das heißt, du hast besseres Turning, weil du vorher wahrscheinlich schon zu tief standst, hast bessere Abstützung am Bremsen, haben dir aber im Zuge dessen das Luftpolster ein bisschen vergrößert, dass du im unteren Bereich der Gabel ein bisschen ein besseres Ansprechverhalten hast. Sprich, wenn du jetzt tief reinbremst auf der Bremse, ja, zum Scheitel, dann hast du kurz vom Scheitel jetzt noch eine Gabel, die immer noch softer arbeitet, obwohl, ja, härtere Federn drin sind. Und das ist eigentlich der Clou. Und mit dem Setting kommen wir bei der R1 immer ganz gut. So, Luca, schau mal her, wir haben dein Bike jetzt fertig gemacht. Ne? Du warst mit dabei, was wir aber geändert haben. Jetzt zeige ich dir aber nochmal, vor allem speziell auf dem Setup-Sheet, das du jetzt immer mit dir mittragen kannst. Du kriegst du auch nochmal digital vor. Sehr schön. Was du vorher gehabt hast und was wir jetzt haben. Mhm. Also, da siehst du exakt die Differenzen.
Ja, zuerst siehst du auch, dass wir quasi Federbein auf 95 Newton Feder, Shimstack Druckstufe geändert, da steht alles mit drin, dass du jetzt wirklich weißt, okay, Federbein war vorher 316,5 mm, jetzt ist es so und so lang. Ne? Ja. Also, dass du wirklich jetzt Fakten hast und kannst da einfach auch schmierzetteltechnisch dann, wenn wir jetzt nach ein paar Klicks ändern in der Dämpfung, einfach mit dazu schreiben, durchstreichen. Ja. Ich mache das bei uns in der Datenbank genauso. Das heißt, ich weiß immer, wie du auf welcher Strecke rumfährst. Das ist gut. Okay? Ja. Das ist unser Service, den wir bieten. Und speziell auf der Rennstrecke ist es meistens Samstag und Sonntag. Deswegen, du fährst jetzt 1, 2, 3 Turns, machst dir mal ein Bild davon, dann nimmst du das Telefon in die Hand, du rufst mich an und dann besprechen wir das Feintuning. Sauber, sehr gerne. Also, ich wünsche dir viel Spaß in Most. Danke. Definitiv unter 1,40. Ja, wenn letztes Mal mit dem Fahrwerk vorher 1,41 drin war, dann muss er jetzt 5 Sekunden langsamer. Ne? Schauen wir mal, nee, ich gebe mein Bestes. Alles klar, Lukas, dann also, gute Fahrt. Danke fürs Einstehen. Bis dann. Ciao.